Das ist aber nicht die Nummer hier, oder? Doch, doch. Nee. Echt jetzt? Das sieht unmöglich aus. Jawohl, super. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, da hochzukommen. Eine schräge Wand an den kleinsten Griffen hochklettern und das ganz ohne Seil und ohne Sicherung? Wie soll das denn gehen? Profi-Boulderer Matthias zeigt mir, worauf es dabei ankommt. Kann ich die Wand mit seiner Hilfe bezwingen? Die Gelenke werden beim Bouldern besonders beansprucht. Damit ich mich nicht verletze, muss ich mich gut dehnen. Auch die Beine und den Rücken. Dann hat Matze noch Kletterschuhe für mich. Die sind super eng, damit meine Füße an der Wand gut Halt finden. Das Magnesia hält die Hände trocken und sorgt dafür, dass ich später an den Griffen nicht abrutsche. Und falls das trotzdem passiert? Wenn wir fallen, dann fallen wir auf eine weiche Matte. Okay. Hier ist unsere erste Route. Mhm. Wir haben in unserer Kletterhalle 5 verschiedene Schwierigkeitsgraden. Wir fangen jetzt mal mit der ersten an und schauen mal, wie hoch wir gehen können. Genau, mit dem einfachsten. Und was ist die einfachste Route? Das sind jetzt viele Farben hier. Genau, hier sind ganz verschiedene Farben. Wir fangen jetzt mit den orangenen Griffen an. Aha. Du fängst an diesen beiden Griffen an, das ist der Start. Ja. Dann darfst du nur orange greifen und treten. Okay, jetzt mal gucken. So. Gehe ich doch mal hier auf das Große. So. Jetzt muss ich überlegen. Also die anderen Farben sind tabu, ja? Darf die ich sind verraten? Erstmal tabu. Weil eigentlich wäre jetzt, den fände ich ganz gut. Darf ich aber nicht? Nein, darfst okay. du aber nicht. Aber warte mal, hier ist ja noch einer so. Ah! Nee, hält nicht. Wie soll man denn da halten? Vielleicht der hier. So. Hoch. Und. Zack, am letzten. Sehr gut. Hat geklappt. Donu? Ey, du, das ist ja doch ganz schön hoch. 4,5 Meter. Ich am besten kletterst du 1-2 Züge zurück, dass du in der Hälfte der Wand bist und dann kannst du dich einfach runterplumpsen lassen. Okay. Genau, super. Und jetzt. Sehr gut. Hat geklappt. Fand ich jetzt schon mal ganz cool, aber ich habe sofort gemerkt, es geht ein bisschen in die Arme. Also ja, du hast so ein paar Anfängerfehler gemacht, die jeder macht. Und zwar hast du alles versucht, aus den Armen zu klettern und hast deine Füße zu wenig eingesetzt. Dein Körper war auch sehr weit weg von der Wand. Gerade in so geraden Wänden ist es immer wichtig, den Körper so nah wie möglich an der Wand zu haben. Die Arme lang. Okay. Genau. Und dann versuchen viel durch Füße Höhe zu gewinnen und dann erst weiter greifen. Also drückst du dich aus den Beinen hoch und ziehst dich nicht mit den Armen nach oben. Genau. Also kann ich jetzt eigentlich die nächste Schwierigkeitsstufe probieren, oder? Können wir eigentlich direkt mal versuchen. Die sind schon mal kleiner als eben orange, oder? Ja, guck mal, da ist noch ein Griff. Da ist einer. Genau, da rechter Fuß, da linker Fuß. Genau, Hüfte nach links und Fuß auch. Sehr gut. Direkt okay. Die Hüfte wieder dran. Die war wieder draußen. Super, oh. Sehr gut. Und jetzt kann man einen Griff weitergreifen mit der rechten Hand. Die einzelnen Routen nennt man auch Boulder. Dieser Boulder ist jetzt Schwierigkeitsstufe 2 und damit schwerer, weil viele der Griffe weiter auseinander liegen und kleiner sind. Oh. Ja. Die Hüfte war das Problem. Ich muss näher ran und bei jedem Tritt mein Gewicht verlagern, um kräftesparend nach oben zu kommen. Also ab an die nächste Wand. Die Griffe haben hier zwar eine andere Farbe, ist aber immer noch Schwierigkeitsstufe 2. Fuß weiterholen, den linken, eins nach links, genau. Meine Hüfte will anfangs noch von der Wand weg und ich ziehe mich zu sehr aus den Armen hoch. Sehr gut. Lange Arm. Ach, shit, ja, genau. So. Und dann, jetzt kannst hopp. Du. Genau, sehr gut. Yes. Ah, hat hingehauen. Super. Okay. Das hast du jetzt schon richtig gut gemacht. Und jetzt gehen wir mal in die Schräge und versuchen da mal zu unserem Endgegner zu kommen. Das Finale sozusagen. Das Finale. Die Schräge, das ist aber nicht die Nummer hier, oder? Doch, doch. Nee. Echt jetzt? Diese Wand machen wir jetzt. Da musst du hoch. Das sieht unmöglich aus. Hier an dieser schrägen Wand hoch. Welche Farbe? Da benutzen wir Blau. An der Wand versuchen wir jetzt mal was Neues. Und zwar musst du dir vorher überlegen, wie du diese Wand hochkletterst. Dieser Boulder ist Schwierigkeitsstufe 3. Das ist so schwer, dass ich nicht einfach drauf losklettern kann.
Dann mit links da. Ich muss den Boulder zuerst verstehen. Das heißt, ich überlege vorher, wie ich klettere. Genau, und dann gehen wir mit der linken Hand weiter. Es geht los. Jawohl. Rechts. Genau. Lange Arme. Linker Fuß. Linker Fuß hier. Genau. Und jetzt kommst du. Komm, rechter Arm. Auf. Hey, aus 10 cm Höhe gefallen. Ja, das ist verbesserungswürdig, das kriege ich besser hin. Jawohl, jetzt den Fuß hoch. Jawohl, super. Ja. Komm. Ah. Und den linken Fuß 1 höher stellen. Super. Und der nächste. Ja. Das ist zu wenig Kraft im Arm. Ja, ja. Schmalz hier, wie Butter. Ja, da fehlt mir natürlich das Training. Zeig du mal, wie du das machen würdest, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, da hochzukommen. Ja. Das gibt's doch nicht. Ich glaub's nicht. War ja klar, ne? Wie hast du das gemacht? Du hast doch hier ein Seil irgendwo versteckt. Ne? Nein, nein, das ist alles Training. Also ich finde es schon enorm, was du heute an deinem ersten Klettertag alles geleistet hast. In so kurzer Zeit. Vor allem habe ich gemerkt, man kann das schaffen, man kommt die Wand hoch mit der richtigen Technik, mit den Beinen. Ja, ja, aber es ist natürlich die Übung, die fehlt und die Kraft hat mich jetzt auch ein bisschen verlassen. Das wird jedes Mal ein bisschen besser. Ja, und für heute mache ich jetzt einfach mal Schluss. Welche Anfängererfahrungen habt ihr denn bei euren Sportarten so gemacht? Was war da bei euch am Anfang am schwersten? Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich beim Surfen oder Kajakfahren geschlagen habe, klickt hier.